Freunde, willkommen zurück zu Prince of Persia. Wir spielen heute weiter. Und ja, Metroidvania-mäßig. Sich porten. Die Sau. Okay. Mann, Mann, Mann. Also der Schwierigkeitsgrad. Okay, da oben geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Oder kann ich die Krauen zerstören? Nee, da bin ich einfach tot. Gut zu wissen. So, hier oben ist nichts. Okay. Menolias, du lebst. Und das erstaunt dich irgendwie? Ich fand deinen Bogen. Verschiedene Möglichkeiten, die sich alle gleichzeitig entfalten. Das ist besorgniserregend, aber wenigstens ist mein Bogen in guten Händen. Okay. Anahita bringt Rassan auf die Spitze der Zitadelle. Genau. Zum Simurgh-Tor. Bevor ich's vergesse, mein Bogen hat einen weiteren Zweck. Sieh ihn dir mal genauer an. Wir sehen uns oben. Chakram. Nice. Okay. Easy. Blauer Damaszenerbarren. Ah, Damaszenerstahl. Okay. Und das war's hier. Nach oben geht es nicht weiter, aber nach unten kann ich und muss wieder rüber. Okay, also der goldene Wind zeigt mir stetig wahrscheinlich den nächsten, ja, Baum an. Amulette sind ausgerüstet. Jagd aus dem Menschenfresser. Okay, Lebensinhalt, das Monstrum auszulöschen. Manticore. Okay, also es ist ein Vater, der für seinen Sohn anscheinend, dass der nicht mit Leidenschaft gezogen wird, den Manticore töten will. Eine Schwäche kennen sie noch nicht momentan, aber sie wollen alles tun, um sie zu finden. Okay, also weiter geht's nicht nach oben. Thank you.
What? Eine Bombe? Holy moly. Timing. Einfach dieses fucking Timing. Endlich. Okay. Weiß schon, warum du da stehst. Noch ein Slot fürs Amulett. Schon, also dass ich den gekauft habe. Ja, also warum die Diamanten nicht gleich eingesammelt werden und ich immer erst drüber laufen muss, ist ein bisschen doof. Vom Hängen aus kann ich's aber. Nichts da. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, ja, war ich schon überall. Alles klaro. Da ist noch zu. Mal heilen. Mal schauen, ob ich noch ein Amulett kaufen kann. Hallo, Sargon von den Unsterblichen. Fariba, du warst hier und hast mich erwartet? Die Welt dreht sich nicht um dich, junger Mann. Das ist meine Maman Bozarg. Ich weiß, dass du von Zeit zu Zeit ihren Laden besuchen wollen wirst. Hallo, Sargon. Hinweise kaufen. Die obere Zitadelle. Weißt du, wie man da hinkommt? Natürlich weiß ich das. Aber für dich ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Allerdings sehe ich deinen neuen Bogen. Im Westen kannst du die Statue der großen Göttin wieder aufbauen. Das ist der leichteste Weg. Die kaputte Statue. Ja, die kenne ich. Okay. Willkommen.
So. Neues Training. Das werde ich vielleicht auch gleich mal abschließen. Oh. Ja, schön, wenn man damit sich was zurückholen kann. Schön, dich zu sehen. Hm. Gucken wir mal, ob wir was Neues lernen. Der Bogen. Nicht meine erste Wahl. Aber ich habe Minolias im Kampf beobachtet und kann dir etwas beibringen. Ich kann seinen ungewöhnlichen Kampfstil nicht imitieren, aber ich kann ihn in meinen einfließen lassen. Hm. Für manche Krieger steht ein Fokus auf Technik im Konflikt mit dem Ideal der Perfektion. Beginnen wir mit den Grundlagen, dem Bogen selbst. Lass deine Sinne die Waffe führen. Das ist fast zu leicht. Als wäre der Bogen verzaubert. Nicht verzaubert, aber nach langen Jahren der Kämpfe durchdrungen von Minolias Atra. Schieße einen Pfeil nach einem Sprung, um dich abzufangen. Okay. Die Pfeile sind auch stark genug, um deine Gegner in die Luft zu befördern. Los. Combo. Schlagen, schlagen, nach oben. Ah, okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Nice. Ist ein guter Trick. Er eröffnet so viele Möglichkeiten. Was hat Minolias dir über das Chakram gesagt? Nicht viel. Ich weiß noch, wie er das Chakram durch Paraden abprallen ließ. Pariere jetzt also. Und jonglieren. Du wirst ja langsam gut. Ich bin schon gut. Perfektion kann gar nicht so schwer sein. Ein Geist, ein Genie. Ist an der Zeit. Stimmt. Ah, ich dusse. Simon, ich muss doch noch. Ah, ich muss zurück. Einsetzen, einsetzen. Ah, so, jetzt habe ich 4. Jetzt kann ich. Ja, 1 brauche ich noch, damit es sich lohnt. Mein Freund ist tot. Du bist dir sicher? Bin ich. Das habe ich befürchtet. So oder so. Sind wir jetzt beide frei? Du sagtest, ihr habt den Palast angegriffen. Woran erinnerst du dich? Vor 30 Jahren. Nichts. Bruchstücke. Oh. Aber ihr Flüstern ist Gift. Wie lange ist es her? 30 Jahre. Wie kann man nicht spüren, dass so viele Jahre vergehen? Für andere kann es sich länger angefühlt haben. Und der ganze Berg Karf ist verflucht. Wieso? Ich weiß es nicht. Angeblich hat Simurgs Verschwinden damit zu tun. Simurg gibt es wirklich? Ich wusste es. Aber er ist fort? Dann ist es hoffnungslos. Ich glaube, Simurg, den Namen, der kommt mir jetzt als erstes bekannt vor aus irgendeinem göttlicher Vogel über Sturm und Wind. Psst. Wieder dieses Flüstern. Ich höre gar nichts. Der Fluch der Zeit ist nicht das einzige Böse hier. Er hört das Flüstern, was mir gerade eben bei dem Sand der Zeit-Dings da unten. Auch wenn er tot ist, wird sie ihn verzehren. Okay. Thank you.
abgeschlossen. So, jetzt gehen wir nach unten. Man hat mittlerweile so viele Combo-Optionen. Chakra, Schlagen, Kontern, Luftkombo mit dem Bogen. Aufladeangriff nutze ich nicht. Obwohl jetzt Schlagen, Schlagen, zurückweichen. Das wäre auch eine gute Combo. Eine gute, leichte Combo. Okay. Es geht also nur nach rechts. Ja, was ich immer noch schade finde, dass ich zwischen den Bäumen nicht teleportieren kann. Okay, also der ganze Weg zurück hat sich nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Und ich musste gucken, ob Schnellreise später, ja, es gibt sie später noch, aber nicht jetzt, was ich nicht verstehe. Also, falls ihr das noch spielen solltet, macht nicht den Fehler und versucht, bevor ihr Schnellreise freischaltet, irgendwie zu denken, ah, da muss ich noch hin. Lauft dorthin, wo euch die Story langführt und macht die Schnellreise dann später und... Ein Sterblicher. Er sucht etwas, das sich außer Reichweite befindet. Außer Kontrolle. Ich frage mich, wem du dienst. Du hast von mir gehört? Ich werfe einen Blick auf die Welt der Menschen, wenn ich es will. Ich bin Sargon. Ich diene Persien als einer der Unsterblichen. Unsterblicher, sagst du? Interessant. So, Unsterblicher. Du stehst vor einer wahren Unsterblichen. Kaheva, Göttin und Schmiedin der Götter. Ich habe ihre größten Waffen geschmiedet. Ork? Hast du auch für Sterbliche geschmiedet? Ich diente Sterblichen von Zeit zu Zeit. König Darius Schwert war eines meiner besten Werke. Wenige andere Sterbliche sind würdig. Ich wusste nicht, dass auf dem Berg Kaf Götter und Göttinnen unter Menschen waren. So war es. Der Fluch veränderte alles. Einige Götter sind in andere Fäden des Schicksals verschwunden. Aber ich verbleibe. Ich oder meine Schmiede hat mich vor den Launen der Zeit beschützt. So oder so, nichts fühlt sich mehr wie früher an. Würdest du wieder für einen Sterblichen schmieden? Für ein paar Zeitkristalle könnten wir uns einig werden. Also du bist ein Gott und kannst dir die Zeitkristalle, die hier bei den Minimobs rumstehen, nicht selber holen? Aber gut. Wisse, dass selbst im verzerrten Griff der Zeit ein sterbliches Leben unbedeutend ist. Oder vielleicht kann sie nicht aus der Schmiede, weil sie dann von dem Zeitfluch betroffen ist. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Welcher Sterbliche hat je eine Schmiede wie die meine gesehen? Ich nicht. Aber meine Klingen, Kais und Layla, leisten mir treue Dienste. Diese Schmiede kanalisiert mein Atra durch Feuer und Hitze. Diese Energie formt die mächtigsten Waffen. Glaub mir, Sterblicher, die Schmiede spricht zu mir. Meine Schmiede spürt das Atra in allen Dingen. Jetzt vernimmt sie den Ruf eines Erzes mit uralter Macht. Wirst du es suchen? Logo! Bei der Zerrüttung gingen viele Dinge verloren, während andere zum Vorschein kamen. Wir werden sehen, ob so eine Macht von einem Sterblichen gefunden werden will. Wenn du würdig bist, würde deine Karte vielleicht helfen. Ah, guck mal auf den Waffenrock. Oh, wieso gibt's denn dann Clipping? Wieso... Wieso ist Clipping immer noch so eine Sache heutzutage? Das reißt dich immer so aus der Immersion raus. Alright, gehe ich hin. Kein Problem.
haben. Ah, stimmt. Hoch dem Fahrstuhl nach. Aber erstmal gehe ich dann dahin. Willkommen. Hast du das Erz? Erhöht ihn wenig. Also ich kann alles aufwerten. Munition, Bogen, Schwerter. Kaufen. Verringert die Stärke gegnerischer Nahkampfangriffe ein wenig. Oh ja. Das werde ich mir holen. Dich später. Okay, ich habe eh nichts mehr. Gut. Ist die immer noch da oben? Wieso muss es dafür ein Amulett geben? Zeitkristalle aus der Ferne zu sammeln. Das ist doch total dämlich. So. Da geht's nicht weiter. Okay, jetzt bist du wieder hier. Hallo, Sargon. Verleihe mir dein Auge des... Okidoki. Die Welt habe ich jetzt schon mal in der Karte. Da muss ich hin. Mache ich das jetzt zuerst und dann... Ach nee, da komme ich wahrscheinlich nur nach unten durch, ne? Also könnte ich jetzt erst unten links hingehen, dann muss ich aber wieder zurückgehen, um hier hochzukommen, wo ich gerade bin. Oder ich gehe erst hier lang, mache das alles und gehe dann erst runter durch das. Das werde ich tun. Solange ich keine Schnellreise habe, nehme ich den schnellsten Weg. Und so muss ich zurück. Oh, neuer Baum. Dankeschön. Lesen, Jahanda. Hoch oben, Haus Jahanda. Bis in alle Ewigkeit, Jahanda. Bis zum Körper eines Löwen, Gesicht eines Menschen, Manticore. Okay, also kommen wir jetzt zum Manticore. Drei Tage lang Schrecken. 500 Krieger wurden beauftragt, ihm entgegenzutreten. Nicht einer überlebte. Eieiei. Natürlich schaffe ich es dann. Okay, das Königsschwert. 100 Mal wich er seinen Giftstachel aus. 100 Mal konterte er seine Angriffe. Darius beschwor Arta, die heilige Flamme. Jahanda hatte sie... Nie solch ein Widerstand von einem Sterblichen erlebt. Er war besiegt. Darius verschonte sein Leben, sperrte ihn jedoch in der oberen Zitadelle ein. So begann die Legende von Darius, König aller Könige, dessen Weisheit und Mut Persien in der ganzen Welt erstrahlen ließ. Wer das wohl ist? Stimmt kein Manticore. Okay. Weiß ich ja, gegen wen ich jetzt kämpfe. Den werde ich bestimmt noch nicht besiegen können, bevor ich die Waffe von der Schmiedin bekomme. Da, Wächter der Zitadelle. Das hab ich schon mal gehört. Bring it on!
Okay, ich kann auch in der Luft. Für euch zu nah, um zu merken, wann er losstürmt. Nicht vergessen. Falsch gekontert. Bla 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 bla. Jedes Jahrhundert dieselben Floskeln.
Ah, okay. Es gibt keinen festen Punkt hinter ihnen, sondern einen aktuellen Punkt, wenn es auslöst. Falsche Richtung. Wieso blockst du denn nicht? Wieso werden den Gegner, Spieler, die blocken wollen, so bestraft? Im Gegensatz zum Ausweichen. Ich schaffe es einfach nicht. Noch geslidet. Bring it! Finisher! Endlich mehr Gesundheit. Ja, nicer Kampf. Also episch ohne Ende, oder?
Simurgh? Vielleicht habe ich doch recht, dass Simurgh dieser Vogel ist. Interessant. Yes. Ah, es ist so nice. Hallo. Eine Spur vom Prinzen? Nichts. Und ich suche schon seit 3 Tagen. Hä? Haben wir nicht, uns nicht... 3 Tage? Ataban, wir sind erst einige Stunden hier. Stunden für dich. Tage für mich. Jahre für Adashirs Männer. Okay.